Blauer Pin, dein Mingo-Podcast. It's coming home, it's coming. Hallo, schönen guten Abend beim 48. Blauen Pin-Podcast. Ich bin der Kevin, der Profi, und mit mir dabei ist heute der Ben. Na, Ben. Hast du schon aufgehört zu singen? Ja. Gut, okay. Na, Ben. Man kann es aber nicht singen nennen. It's coming home, it's coming. Ach ja, die EM läuft, Deutschland ist nicht immer mehr dabei und wir sind der einzige Lego-News-Podcast, den ihr braucht diese Woche, denn wir sind die einzigen, die abliefern. Bäm, bäm. Sag ich mal so. Ja, ist wohl richtig, aber wirklich viel liefern wir auch nicht. Ja, wir liefern aber mehr als die Lego-Con, aber dazu später. Tun wir das. Okay, tun wir. Ja, du hast die Lego-Con nicht geschaut, oder? Nee, ich habe mal kurz reingeschaut, aber es war mir in dem Moment einfach zu viel. Und Problem war halt auch dann, ja, weiß nicht, ich hätte es halt dann, wenn dann mit Untertitel geschaut, weil ich einfach zu genervt war, um irgendwo mir was Englisches anzuhören, und der Untertitel war ja glaube ich schlecht. Ja, es gab ja auch technische Probleme, das Stream lief nicht richtig und zeitverzögert, die Server liefen nicht. Das war ja nur 90 Minuten Stream und es war quasi, also es sah so aus, als ob alles aufgezeichnet wäre, weil es waren immer Snippets eingestreut und es war irgendwie, es fühlte sich nicht live an. Es waren mehrere Themengebiete unterteilt, ja. Aber der Untertitel fühlte sich extrem live an, also der war wirklich live geschrieben. Okay, also dann live transkribiert. Also ich habe den Lego-Con-Stream auch nicht gesehen, denn an dem Tag war ich im Legoland den ganzen Tag und ich kam nach Hause, oder vielmehr, ich bin zu Hause angekommen, als er schon vorbei war. Der ging ja nur 1,5 Stunden. Und deswegen habe ich ihn mir teilweise nach angeschaut, aber ihr findet den Link zum Lego-Con-Stream in den Shownotes. Ich sag's gleich vorweg, das ist nur ein Service, ihr braucht den nicht anschauen, es lohnt sich keineswegs. Aber dazu kommen wir später. Da kommt ein eigener Themenblock. Ja. Okay. Ja, hast du irgendwas in den letzten 1-2 Wochen gekauft oder gebaut? Aber ich muss ja gar nicht fragen. Die Antwort wird nie Nein sein. Die Antwort ist wie fast jedes Mal, ich weiß es nicht mehr. Also wieder zu viel. Nee, ich glaube, ich habe nicht mal was gekauft. Also Legoland, wo ich war, das habe ich schon gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht mal was gekauft. Nee. Du ziehst aber nicht gerade schon wieder um. Nein. Aber du sparst. Ja? Ja, ich spare mal ein bisschen. Doch, ich hab vor 10 Tagen ungefähr habe ich eine Stein- und Teile-Bestellung abgeliefert. Die kam heute an, aber es war nur eine wirklich kleine. Und sonst wüsste ich gerade nicht, was ich gekauft hätte. Und was mich auch wundert, ist, dass ich schon seit über einer Woche an der Burg baue. Normalerweise ist so ein Set innerhalb von 1-2 Stunden fertig gebaut. Aber ich baue jetzt eben schon seit über einer Woche an der Burg. Ja, so Phasen hat man manchmal, dass man einfach nicht vorankommt, dass man einfach ein bisschen studert. Man macht eine halbe Tüte, dann wieder ein Stück von der Tüte. Man hat einfach keine Lust. Ich meine, es ist ja auch das ideale Sommerwetter dazu, das nicht zu tun. Oder es war es zumindest. Es war es auf jeden Fall, ja. Genau. Was ich gekauft habe noch, ist zwar kein Lego, hat aber was mit Lego zu tun, ist ein, wie heißt die Firma, TKF Dust Cleaning Gel. Ein Dustin Reinigungsgel. Ein Dustin Reinigungsgel, nein, ein Staubreinigungsgel. Für die Lego-Sets. Ja, das ist so ein Gel, das ist wie der Flabber. Ja, so ein Wackelpudding, was ist so eine Melasse. Genau, Wackelpuddingmasse, und mit der gehst du einfach über die Lego-Sets und die nimmt den Staub auf. Ja, die gibt es auch für Tastaturen. Die nimmt dann Tastaturen den ganzen Zwischenraum alles mit. Das kennt man noch von. Ja, das ist ja genau das ist die, wie ist für Tastaturen, für Auto, Innenräume und so weiter. Genau, das hat man früher gekauft in kleinen Dosen, um sie gegen Wände und Fenster zu werfen und sich zu freuen, wie lange das da kleben bleibt. Ja, ich glaube, die bleibt nicht kleben. Genau, das ist was Cooles, das habe ich für meine Tastaturen aber auch. Ich mag das Zeug, aber das für Lego einzusetzen, auf die Idee kam ich noch nicht. Ich habe diese Woche viel Lego entstaubt. Ich habe meinen Reinigungsbürsten genommen, ich habe ja ein paar Stück, und meinen kleinen Blasebalg und habe da einige Lego-Sets sauber gemacht. Warum, da komme ich gleich dazu. Aber mit der Melasse könnte ich es auch mal versuchen, das ist eine gute Idee. Ja, ich bin noch mal über so ein paar Teile drüber gegangen, die wurden echt gut sauber damit.
Aber ihr hört schon, ich bin ein bisschen krank, also meine Stimme, falls sie was sagt, es tut mir leid, aber wir nehmen sämtliche Schmerzen und sämtliches Leid in Kauf, um euch einen Podcast diese Woche zu bringen, wenn es schon jemand anders tut. Grüße an Stone Wars. Oh. Ja, Kevin, ist, dass du krank bist, das wissen wir. Ja, ich bin gesundheitlich angeschlagen. Und so. Genau. Und was ich vorhin meinte, dass du nichts gekauft hast, du sparst dein Geld wahrscheinlich nur wegen meinem Adidas Schuh-GWP, oder? Aber da kommen wir gleich dazu. Wir hätten sonst so viel Überleitung bauen können. Ach ja. Adidas Schuh-GWP, ja. Ja, kommen wir aber gleich dazu. Ja. Genau. Ich muss erstmal noch ein bisschen sagen, was ich gekauft habe. Ich habe gekauft was von Megaconstruct. Ich habe ein bisschen Masters of the Universe eingekauft. Da kommt jetzt auch vermutlich am Freitag das erste Video dazu. Also ich bin überrascht, welche Teile Megaconstructs alles hat, die Lego und Kobi zum Beispiel nicht haben. Und ich sag's gleich mal vorweg an alle, die den Podcast hören. Ihr werdet dann auch da nicht lachen im Video, dann, weil tatsächlich ein Lego-Steinetrenner ist kaputt gegangen aufgrund der Teile von Megaconstructs. Fand ich sehr lustig. Ich war, also einer aus der Star Wars Community, Stone Warane Community, hat von Megaconstructs die schwarze Festung, die Mauer von Game of Thrones. Ja, genau, The Great Wall. Und da habe ich das zum Beispiel gesehen, dass bei ihm, als ich ihn mal besucht habe, dass die unter anderem auch marmorierte Steine haben. Genau, die haben marmorierte Steine. Und die haben nicht nur marmorierte Steine, die haben auch Steine und Waffen in sämtlichen Formen und Fliesen und das ist echt abartig. Komme ich aber auch später noch ein bisschen dazu. Gebaut habe ich dann noch was. Ich habe Lightkits gekauft von Lighttailing und ich habe die eingebaut in zwei Lego-Sets. Da kommt auch noch ein Video dazu in den nächsten ein, zwei Wochen. Und es hat mir mega Spaß gemacht, meine alten Lego-Technik-Sets zu nehmen und da Lightkits einzubauen. Auf Instagram habe ich schon ein, zwei Bilder und so gepostet von den Sets, wie die ausschauen. Das war echt mega cool. Es war gar nicht schwer. Es war auch nicht wirklich zeitaufwendig. Ich dachte, ich sitze da doppelt so lange dran. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Wobei man sagen musste, die Lightkits waren Bricks Max. Nee, bei mir war es Lighttailing. Bei mir war es Lighttailing. Echt? Ich dachte, da kamen Bricks Max Kartons an. Nee, es waren Lighttailing-Kartons. Ich wollte einen Bricks Max, aber da gab es einen Fehler. So. Das habe ich halt zwei Lighttailing-Sets. Ja, genau. Okay, dann war es Lighttailing. Aber ist ja egal, weil Bricks Max ist ja auch Lighttailing. Ja. Ungefähr. Aber ich muss sagen, ist dieselbe Firma, nur anderes System. Ich wollte gerade sagen, das System ist ein anderes. Bricks-Max-Systeme sind halt modularer, man kann mehr besser zusammenstecken. Ja. Bei Lighttailing ist es halt, um ein Set zu beleuchten, halt deutlich besser. Deswegen habe ich mich bewusst auch dafür, aufgrund von deiner vorausschauenden Beratung, dafür entschieden gehabt. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es keine Akkuboxen sind, aber dazu später mehr im Video. Also nicht später, sondern ein, zwei Wochen. Richtig, aber du kannst die Akkus reintun oder eine Powerbank dran. Ja, genau. Aber dazu mehr im Video, das ist ganz lustig. Nee, da würde ich das Video spoilern. Ach ja, was ich noch gekauft habe, ist so Schubladenboxen zum Lego-Sortieren. Also große, echt große Schubladenboxen. Ja, wir brauchen gar nicht mit den Kleinen anfangen. Keine Kleinteilsortimente mehr, sondern so Schubladenboxen, die gab es da im Angebot beim Prime Day und ja, genau. Ne, ich habe dann auch noch zum Beispiel sowas gekauft, wie in der Lego-Fabrik habe ich viele Teile gekauft, im Lego City Shop in Günzburg habe ich viel gekauft, in Ninjago habe ich mir einen Felsenbrecher gekauft, diese Lego City Unterwasserstation habe ich mir noch gekauft. Ja, und ansonsten war es auch nicht wirklich viel. Also im Legoland war es schon viel, aber ich verrate nicht, was ich alles gekauft habe. Muss man nicht. Naja, ihr werdet es noch sehen, früher oder später. Okay. Genau. Und dann wollte ich noch sagen, dass ein neuer Kommentar auf Apple iTunes ist falsch, auf Apple Podcast hinzugekommen ist. Und zwar hat, ich nenne es im Usernamen nicht, aber ich weiß, dass er mit Vornamen Marcel heißt, hat geschrieben, Profi-Nerd, Liefer-Nerd, Lego-Nerd. Servus Jungs, nachdem ich mittlerweile alle Podcast-Folgen durchgehört habe, wollte ich euch auch mein positives Feedback dalassen. In erster Linie natürlich für Kevin, den Multi-Nerd, aber auch für Ben und Dustin, die dem Podcast einen gewissen internationalen Charme verleihen. Also du mit der Bayerisch, gell? Wer Lego und schrille Typen mag, ist bei euch richtig. Macht weiter so, ihr seid dufte. PS, viele Grüße aus der Community, Marcel. Team Baden-Württemberg rockt. Und er hat natürlich 5 von 5 Sternen gegeben, das solltet ihr auch tun, auf Apple Podcast. Ihr müsst nicht mein Apple-Gerät haben, aber loggt euch ein, gebt 5 Sterne, wär voll gut. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, freut uns mega. Ja, richtig. Außer sowas, dass hier Kevin so hoch gelobt wird. Das ist aber okay. Man kann es verkraften.
Ja, wir sind schrille Typen. Ich stelle mir die mich gerade vor mit so Neonbrillen, mit so Sternenmuster und mit so Leuchtringen auf dem 80s, Kopf. 80s like ugly, any bad taste. Nee, nicht eher so 90s Rave Party, so mit Schlaghosen und Dockerschuhen. Ja, also hättest mich mal sehen müssen damals. Hättest mich da mal sehen müssen in den frühen 90ern, späten 2000er, andersrum, späten 90ern, frühen 2000ern. Hattest du auch so Da. einen künstlichen Lackledermantel mit Fell dran? Ja, sei froh. Nein, aber extreme Schlaghosen und Buffalos und ja. Ach stimmt, Buffalos hatte man damals auch. Es gab ja sogar die Buffalos mit den Goldfischen drin. Echt? Ah, ja, aber wir weichen vom Thema ab. Wir haben ja ganz andere Themen. Wir haben Themen? Wir haben ein paar Themen, ja. Ach so, okay. Dann schieß los. Genau, wir haben ja heute Mittwoch, den 30. Juni. Und es ist kurz vor dem 1. Juni, bevor wir so das ganz dicke Pferd, also das Bricklink Designer Programm, das am 1. Juli startet, aufzäumen. Fangen wir doch einfach mal mit der LegoCon an, die wir gerade schon besprochen haben. Das Geilste an der LegoCon ist die Intro-Musik. Die haben wir letzte Woche ja schon gewürdigt. So, ja. Genau. Ja. Die Show bestand aus verschiedenen Segmenten. Es gab einen Dotsbau-Wettbewerb, es gab was macht ein Lego Friends Designer den Tag über? Es gab einen Technikwettbewerb, einen Harry Potter Speedbuild-Wettbewerb. Aber alles, was sie da gemacht haben, war nicht das, was auf der Packung stand. Der Harry Potter Speedbuild-Wettbewerb war, dass zwei Designer da saßen und ab und zu einen Zeitraffer was gebaut haben und das meiste einfach nur Fragen beantwortet haben. Der Tag im Leben eines Lego Friends Designers war mehr, wir haben viele bunte Steine und wissen nicht, was wir bauen sollen, Interview mehr oder weniger. Und was die Leute anhatten, dass da niemand drüber guckt, das war teilweise echt schlimm. Da saß nämlich eine rum, die sah aus, als wäre es aus den 80ern ausgebrochen. Die hatte so eine Mütze auf mit so einem Propeller oben dran, ein knastig gestreiftes Bluesline, also so eine Bluse und so eine Latzhose drüber, die viel zu groß war. Das sah echt weird aus. Okay. Da bin ich beim Skippen hängen geblieben, tut mir leid, das musste ich mir angucken. Dann wurden noch Star Wars Sets vorgestellt, das war der Reveal. Von dem, also alle haben sich vorgestellt, dass UCS Gunship kommt. Ich habe auch gedacht, hey cool, die kündigen das neue UCS Gunship an. Es wurde gehofft, dass es ankündigen wird. Genau, sie haben ja eine große Ankündigung versprochen. Und die größte Ankündigung war dann das, was man bereits wusste. Die haben die Lego-Sets, die sie bereits vorher schon angekündigt haben, dort nochmal offiziell vorgestellt. Und das Hauptset war der Light Cruiser von Moff Gideon. Hast du das gesehen, was da passiert ist auf der LegoCon? Ich habe die LegoCon gar nicht gesehen. Ich habe kurz mal reingeschaut und Also den Part hast du auch nicht deswegen gesehen. nö. Okay, dann macht mal alle die Augen zu. Also wenn ihr jetzt im Auto sitzt oder im Fahrrad, nein, nicht die Augen schließen. Gilt für die, die zu Hause sitzen, ganz gemütlich irgendwo sind. Ich illustriere mal die Szene, wie ich sie noch im Kopf habe. Stell dir mal vor, da ist so ein Gang, der ist fancy beleuchtet mit Neonfarben, mit Grün, Rosa, Lila, Blau. So ein abwechselndes Muster. Und sie sagen, dass jetzt das neue Lego Star Wars Set kommt, der Light Cruiser. Dann ist da ein Mann, lassen so um die 1,80, 1,82 sein. Hat eine dunkle Jeans an, ein dunkles, enges Poloshirt. Er ist sehr schlank und schlaksig. Und er hat diesen Moff Gideon Light Cruiser in der Hand und hat ihn an dem oberen Teil, an dem er es am Griff halten kann. Und läuft den Gang entlang, lächelt dabei. Er ist älter, er hat einen grauen Bart, keine Haare auf dem Kopf und macht mit so Swoosh-Bewegungen, also das Raumschiff ist Swooshability-fähig, und swooscht da durch den Gang und kommt dann bei den zwei Damen, die ihn interviewen, an. Und das war so die Szene beim Durchskippen, wo ich dann gesagt habe, das gucke ich mir nicht weiter an und habe weitergeklickt bis zum nächsten Thema. Ach Gott, war das peinlich. Klingt strange. Das klingt sehr strange. Und Achtung, er ist zu der Musik von Inception reingelaufen, also von diesem Inception-Theme. Da ist er dazu reingelaufen. Das war irgendwie creepy. Ich fand das irgendwie komisch. Klingt auch verdammt komisch. Ja. Ich meine, warum stellt man das Ding nicht in eine Glasvitrine und sagt, das ist er, und dann dreht er sich und dann nimmt man ihn raus? Nee, da muss er da voll cool und hip da reinkommen, muss damit rumsfuschen und spielen. Ja, das Ding kostet 120, 130, 140 Euro. Das ist kein Spielset für mich in meinen Augen. Also für Lego vielleicht schon, aber für die meisten Leute nicht. Ja, doch. Ja? Ein großes Spiel ist es doch. Ich würde meinem Kind kein 140 Euro Lego-Set zum Spielen kaufen, weil 100 Euro hört die Freundschaft auf. Ja, du nicht. Ja, ich nicht, das stimmt. Ja, und ich habe mich auf was richtig gefreut bei der LegoCon. Und das war nicht das Lama-Konzert am Ende.
Es wurde ja auch noch ein Technikwettbewerb angekündigt. Und der hatte, jetzt ohne Scheiß, der hatte 5 Minuten Laufzeit. Das war ein 5-Minuten-Video. Das war vorproduziert. Ja, du hast ja irgendwo spekuliert, dass es vielleicht irgendwo ein Rennen ist mit Technikfahrzeugen und so. Was war es denn? Ja, das war's. Es war ein Parcours, der aufgebaut wurde, so kleine, ja, so eine Hängebrücke, so kleine Holzkisten. Und da musste der Volvo-Dumper, der V60 oder VH60, die 421, 8, 42117, jedenfalls der 250 Euro Volvo-Teil mit Control Plus, mussten über so einen Parcours scheuchen. Und das war ein Zusammenschnitt, wie sie es zu zweit mit Handys so über einen Parcours gescheucht haben, auf 5 Minuten runtergedampft. Das war so schlimm. Und dann mussten sie mit der Mulde noch ein Wackelpudding-Ziel genau ausladen. Es war so schlimm. Wären es wenigstens Track Racer gewesen, die mit Fullspeed herumrasen oder diese Top Gear Autos, die da mit ordentlich Speed rumrasen oder diese Buggies, die es ja gibt mit Control Plus. Nee, der langsame Volvo, wo man die Getriebe umstellen kann, dass man über die Hängebrücke fahren kann. Boah, das war so langweilig. Okay. Na gut. Ja, für mich als Technikfreund. Hätten sie den Raptor enthüllt von Ford oder die neuen Lego-Sets, die jetzt kommen sollen bald, haben sie alles nicht enthüllt. Die haben die komplette Sache einfach links liegen lassen. Bis auf eine Kleinigkeit. Und zwar? Sie haben ein neues Set vorgestellt. Also wirklich ein neues Set, womit keiner gerechnet hat. Ich höre deine Hirnwindung gerade bis sie hier rattern. Der Tischkicker. Die haben eine Tischkicker enthüllt. Ja, wollte ich sagen. Nein, ich war jetzt nur so still, weil ich musste mich muten, weil ich niesen musste. So, entschuldige. Deswegen habe ich mich kurz gemutet. Okay, sie haben Tischkicker enthüllt. Was sagst du denn dazu? Was kann das Ding denn? Kickern. Ich finde ihn ganz nett. Ich finde ihn nett. Es ist ein voll funktionaler Tischkicker mit Lego-Männchen. Ja. Also ja, Minifiguren auch, als Mannschaft. Wenn ich mir das Bild so anschaue, gar nicht mal so klein. Genau. Es ist halt so ein Mini-Kicker. Das sind halt jeweils, wie beim echten Tischkicker, auch Hebel an der Seite, die man drehen kann. Das sind diese 2x2 Roundbricks. Und da kann man eben einen Lego-Ball mit Lego-Minifiguren rumkicken. Natürlich ist es cool. Da kann man auch eigene Minifiguren reinmachen, um seine eigene Mannschaft zu bauen. Das ganze Ding ist von einem Lego-Ideas-Wettbewerb wie Love Sports zustande gekommen. Lego hat sich 10 Stück in die engere Auswahl genommen und haben sich vorbehalten, vielleicht eins als Set umzusetzen. Jetzt haben sie gesagt, ja, im Sinne des Lego Ideas Fanwettbewerbs werden wir diesen Tischkicker als Set rausbringen. Natürlich orientieren sie sich nur am Fanentwurf, der ein grünes Spielfeld, das ist aus Fliesen bestehend, mit also grünen Fliesen und weißen Fliesen, bildet Spielfeld super ab. Man hat Tore, alles aus Lego gebaut, das sieht alles echt schick aus. Man weiß nicht, wie viele Teile das Ding haben soll. Aber ich würde jetzt mal so sagen, so 1500 Teile sind es mindestens. Obwohl große Teile dabei sind. Und könnte mir vorstellen, dass sie dafür 150 Euro aufrufen könnten. Sollten sie sich an den Entwurf halten. Weil es sind ja viele Minifiguren dabei. Ja. Wenn sie sich da annähernd an den Entwurf halten, dann wird das Ding gar nicht mal so günstig. Mhm. Aber es sieht echt cool aus. Ich weiß ja nicht, ob man so sinnvoll damit spielen kann. Es sind zwar Technik-Achsen drin, die mit Achsverbindern drin sind. Man wird aber nicht so ordentlich kräftig dann drehen können. Also es wird halt zum Gucken, man kann drehen, man kann den Ball bewegen. Zum Zeigen spielen wird es gut sein, aber zum ernsthaft spielen wird es wohl nicht genügen. Das größte Problem dran, was ich da sehe, ist, wenn man damit spielt, es wird verdammt laut. Ja, Kunststoff eben. Das ist ja schon bei den normalen Kickern, wenn man die Standardbälle benutzt, das ist ja schon verdammt laut. Ja, aber das ist ja Holz auf Holz. Das ist ja die Platte aus Holz und der Ball aus Holz normal. Nee, der Ball ist auch aus Kunststoff. Ja, also ich spiele mit Holzbällen. Mir gefallen die besser als Kunststoffbälle, ja. Okay, aber es gibt... Ja, das klackert mit Kunststoffbällen, ja. Die Männchen sind ja auch aus Kunststoff. Ja, eben. Aber es gibt für Kicker gibt es auch Korkbälle und sowas, das ist dann deutlich leiser. Ja, aber die bewegen sich auf dem Brett nicht so toll, die sind auch viel zu leicht. Da kannst du gleich mit Sturm vorspielen. Nee, die Korkbälle, die sind gut. Riechen die wenigstens nach Wein? Nee. Okay. entworfen hat der Fandesigner Constructions bei Donat den Tisch übrigens. Der hat auch nur 79 Follower bei Lego Ideas, hat bereits 5 Projekte eingereicht ungefähr. Eins davon war zum Beispiel auch ein Tesla Supercharger. Das sieht sehr lustig aus, eine Tanksäule für Teslas. Und er hat noch 2 weitere Sportsets eingereicht. Also der ist noch relativ neu.
dabei. Aber er hat schon jetzt den Wettbewerb gewonnen. Das finde ich ziemlich spannend. Aber die größte Sorge, die ich habe, das ist noch ein Lego Ideas Modell. Und früher war Lego Ideas, hey, coole Ideen, Lego Ideas Set. Und ungefähr so 8 bis 12 Monate später kommt es auf den Markt. Aber jetzt haben wir gerade noch ausstehen, Seinfeld, das Home Alone, also das Kevin allein zu Hause, McAllister House. Wir haben den Globus. Wir haben noch die Stratocaster E-Gitarre. Wir haben das Vincent van Gogh Motiv noch aus der letzten Ideas-Phase. Wir haben noch Sonic Mania aus der vorletzten Ideas-Phase. Wir haben das Set von der Lego Ideas-Phase, das jetzt 2020 Version 3 ausgelost wurde, kommen wir später noch dazu. Und den Tischkicker. Und uns fehlt immer noch das GWP mit dem Segelboot aus der Lego Ideas-Serie. Super schöne Idee. Der Ja, Backlog richtig. ist gigantisch. Wer soll das alles kaufen? Wer will das alles kaufen? Wann sollen das alles rauskommen? Das ist die nächste Frage. Ja, eben. Ich meine, zur EM, Wheel of Sports, war das eine tolle Geschichte. Oder jetzt zu den Olympischen Spielen, Wheel of Sports ist super. Aber wenn das Set in 1,5 Jahren rauskommt, ja, okay, dann kannst du dich wieder auf die WM freuen, mehr oder weniger in Katar. Wobei, das ist wieder ein anderes Thema, ob man sich auf die WM in Katar freut. Das möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ja, oder 2024 EM in Deutschland. Genau, oder 26, dann in Mexiko, Kanada, egal. Lego hat noch viel Aber Zeit, nicht, das rauszubringen. Mexiko, Kanada, ja, WM und nicht EM. Ich sage ja, WM, Mexiko, Kanada und Ja. USA. Ja, aber das sind schon ganz schön viele Sachen im Backlog. Und wir sprechen nur noch über das Lego Ideas-Set, das jetzt den letzten Voting-Eintrag gewonnen hat. Zu einem. Also ich hab eine Info bekommen. Es wurde kein Set genannt. Es wurde aber gesagt, dass es ein Set zu einer TV-Serie ist, das rauskommt, irgendwo aus den späten 90ern. Das einzige Set, was mir da jetzt einfällt, ist eben das Seinfeld-Set. Und da wurde mir nämlich eben gesagt, dass es am 1. August rauskommt und VIP-Vorverkauf am 26.07. Das wäre ja bald. Also Monat. Das wäre bald. Also wie gesagt, ich hab keinen Setnamen bekommen zu dieser Information. Nur, dass es zu einer TV-Serie ein Set ist. Und da würde mir eigentlich nur das ausstehende Seinfeld-Set einfallen aktuell. Vielleicht bekommen wir ja auch endlich ein Lego Star Trek Set. So, hier. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Playmobil! Nein. Es Hatten wir könnte, letztes Mal schon. ja, es könnte in den Rhythmus passen, dass man alle 2 Monate ein Ideaset veröffentlicht. Die Schreibmaschine war ja neulich erst. Es könnte passen. Moment mal, hey, die Schreibmaschine war neulich erst. Die Schreibmaschine kommt jetzt morgen offiziell Ja, raus. VIP-Vorverkauf war vor 2 Wochen. Ja, richtig. Und wenn das Seinfeld-Set am 1. 1. August käme, wäre August das 1,5 Monate. offiziell käme, wäre es ein Monat. 1,5 Monate. Ja, Offiziell ein offiziell. Dienst. Entschuldige, ja, genau. Ja. Lassen wir uns überraschen. Es steht ja noch so viel aus. Wir warten ja auch noch quasi auf so Sachen wie Nachfolger vom Haunted House, vom NES. Kommt da vielleicht was? Kommt da nichts? Wir haben ja noch sehr viel offen. Nachfolger vom Haunted House. Ach, du meinst von Ja, der Marktfahrgeschäfte. Jahrmarkt-Dings. Ja, genau, Ja, auch richtig. bald wieder Zeit. Es war 2019, da müsste 21 was gekommen sein. Nee, Was? Quatsch. Haunted House 19, echt? Nee, es Okay, war dann müsste 20. ein. Es war 20, entschuldige, 20. Ich weiß, ja, aber ich glaube schon, dass es 20 war und nicht 19. Man müsste Das heißt, nächstes dann Jahr müsste kommen. nächstes Jahr. Genau. Die Zeit dank Corona ist irgendwie stehen geblieben. Das fühlt sich Ja, alles viel länger her absolut. an. Ja. Absolut. Ich habe auch kein Zeitgefühl mehr. Aber länger her ist eine super Überleitung, um dann auf ein GWP, wie der Fachmann sagt, zu kommen. Eine Gratisbeigabe beim Kauf eines Legos-Produktes beim Lego Online Store oder im Lego Online Shop. Optional kann man es natürlich auch nicht GWP nennen, sondern zum Beispiel auch Online-Store oder Online-Shop? Was? im Store Ja, oder im Online-Shop. okay, ja, gut. Man könnte es natürlich auch als so Giveaway nennen. Also wenn du einen gewissen Preis einkaufst, dann kriegst du es für umme. Wir nennen es natürlich GWP, Gift with Purchase, Geschenk beim Einkauf. Und wenn wir schon bei was Altem waren, und zwar die Gratisbeigabe, die es im letzten Black Friday gab, November 2020, die kommt wieder. Das Charles Dickens Buch kommt wieder, die 40410. Irgendwie sind die Dinger bei Bricklink durch die Decke gegangen. Also die waren relativ teuer.
Also man hat die auch in Massen bekommen. Wenn man zweimal bestellt hat, hat man auch zwei Stück geliefert bekommen. Oder wenn man im Store einkaufen konnte, wenn der offen Ja, war. ich habe da auch zwei oder drei rumliegen davon. Zwei, Ja. glaube ich. Also wenn ich jetzt mal gucke, wenn auf Bricklink zum Beispiel, die Dinger sind so um die 30 € aufwärts. Also Okay. ist jetzt auch nicht so. Also die sind schon teurer weggegangen, natürlich am Anfang. 35, 40 €. Ja, Aber so viele okay. Leute, ich meine, es ist jetzt, die haben noch welche auf Lager, die müssen sie loswerden. Das ist Genau. ein Weihnachtsset. Ja. Mir hat es ihr gefallen, 333 Teile. Und natürlich, einziger, ja, Haken ist, Einkaufswert 150 € soll es so sein. Und Mitte Juli soll es eben dann verfügbar sein, in den USA zumindest. Ob es zu uns kommt, wissen wir nicht, aber wir vermuten mal, dass es auch zu uns kommen könnte. Wahrscheinlich schon. Also ich würde keine 150 € ausgeben, um so noch ein zweites, drittes, viertes Mal zu holen. Nee, vor allem, weil ich hab's und das reicht. Die drei Minifiguren sind putzig. Wer es nicht hat, hat natürlich einen Anreiz, es sich dann zu holen. Aber das war so lang verfügbar. Also länger als andere Gratisbeigaben in letzter Zeit. Das ist schon Ja, okay. richtig. Dann haben wir noch Genau. eine zusätzliche Gratisbeigabe. Die ist aber nur bis heute noch erhältlich. Ein paar haben es vielleicht schon gemacht. Die 5006746, die Schiffschaukel war verfügbar beim Einkaufswert von 85 €. 152 Teile, ein Set aus dem Legoland Billund. Schön spartanisch. Hast Ich du's? finde es, ich hab's nicht. Nein, komischerweise habe ich es nicht. Hm, ich hab's auch nicht. Ich finde es eigentlich ganz nett, die Schiffschaukel, aber mich hat einfach dieser hässliche gelbe Karton einfach genervt. Der nervt mich bei diesen GBBs und deswegen interessieren die mich auch nicht. Das Genau, Set da. an sich finde ich ganz hübsch, aber nee. Genau, das Set kommt nämlich anders als wie zum Beispiel das Charles Dickens oder der Eislaufplatz. Nicht in einem echten Lego-Karton, sondern so ein kleiner gelber, dünnwandiger Karton, wo so ein Papier eingelegt ist. Das war bei dem Streitwagen zum Kolosseum so. Das war bei dem Harry, nee, Bei der Ulysses. bei der Ulysses genauso. Und das ist auch so. Man sagt immer, oh, die mit dem gelben Karton, die werden teuer. Ja, aber die Aktion, wir haben heute den 30.06. und es landet immer noch im Warenkorb, so beliebt scheint es wohl nicht zu sein. Und Lego hat jetzt die Bedingungen geändert. Es ist bis zum 30. Juni oder solange der Vorrat reicht, erhältlich. Also. Das ist so lange davor, da reicht es ja immer. Ja, aber es könnte sein, dass wir es vielleicht morgen im Warenkorb kriegen. Mal gucken. Ja, kann Oder ob sein. es mal wiederkommt, wie es Charles Dickens GWP. Ich bin mal Ja. gespannt. Also, der Burn ist es nicht, es ist Also kannst niedlich. wenn es noch vorrätig ist, wirst du es im Store definitiv morgen auch noch bekommen. So sieht's aus. Und es hat ja auch den Hasenfuß, dass man es ab 85 € Einkaufswert kriegt. Und nur für 85 € einkaufen, um die Schiffschaukel zu holen, die ist mir dann nicht so ikonisch genug. Wenn es jetzt drei Ninjas zum Beispiel, so ein Ninjago Brickhead-Set, dann würde ich sagen, jo, mache ich. Aber nicht, wenn ich noch 10 € drauf zahlen muss. Aber ist ein anderes Thema, das hatten wir ja schon. Nee, das ist so nichts. Aber wenn wir schon bei zwei jetzt durch sind, können wir gleich die dritte Gratisbeigabe durchmachen, denn ab morgen gibt es ja eine neue. Ja, schon. Oh, du klingst aber sehr vergnügt. Ja, ab morgen gibt es den Adidas Superstar, den kleinen. Ich finde das GWP echt nett. Ups, Entschuldigung. Und es war ja zuerst, war ja eigentlich gedacht, ja, dafür muss man sich den großen Adidas Superstar kaufen, den Baubahn. Nein, muss man nicht. Genau, die 10282 ist nicht die Bedingung, dass man es kaufen muss. So sieht es aktuell aus. Richtig. Das GWP hat allerdings noch weniger Teile als die Schiffschaukel. Das hat nur 92 Teile. Es ist aber eine Minifigur dabei, mit Schuhkarton, natürlich mit Sticker mit bei. Ja, Und. es ist eben die, richtig, es ist so eine Minifigur wie Minifiguren-Serie 18, 19. aus der Serie 18, 19 mit dem 2x3 Brick. Nur, dass man da noch eine Fliese drauf kleben kann, hätte ich fast gesagt, nein, eine Fliese drauf machen kann und auf die Fliese dann einen Sticker im Adidas Schuhkarton-Look. Genau. Genau. Aber die anderen Und Teile, also die 1x3 oder 1x4 Fliesen mit den weißen Streifen, die sind bedruckt. Nur das Adidas-Logo auf dem Slope und der Anzug sind Sticker, echt? diese zwei, ja. Ah, okay. Ja, gut. Aber Cool. das Ding sieht echt niedlich aus. Ich find's Ich bin niedlich, ja. echt am Überlegen, ob ich was bei Lego bestelle, um dieses Ding da abzugreifen, denn es sieht echt cool aus. Warum, komme ich gleich dazu. Hätte ich einen Schuh dazu kaufen müssen, hätte ich gesagt, niemals im Leben.
Und wären das keine Sticker gewesen, sondern alles Prints, hätte ich es mir schon 10-mal gekauft. Aber der Karton, der ist mal wieder was Neues. Der Karton ist auch nice. Also bei dem großen Schuh sage ich immer noch, scheiß auf den Schuh, ich will die Box haben. Und bei dem kleinen finde ich eigentlich beides ganz nett. Ja, das ist kein gelber Karton, wie wir es schon hatten, aber wird genauso dünnwandig sein. Es ist auch kein echter Lego-Karton, wie wir es von Lego-Sets ja. kennen. Es sieht aus wie ein Mini-Schuhkarton, wo man oben aufklappen kann, da sind ja die Set-Teile drin. Es erinnert irgendwie an eine Zigarettenschachtel für so ein Big Pack, hätte ich jetzt gesagt. Ja, irgendwie schon. Ja, nur weil das Lego drin ist und keine Nikotinstäbchen. Mhm. Auch hier Einkaufswert von $85 auf dem US-Flyers angedruckt. In Deutschland wären es vermutlich, so munkelt man, 95 € sein. Was natürlich blöd ist, der Adidas-Schuh kostet 89,99 €. Bedeutet, man muss mal was dazu bestellen, wenn man den Schuh haben will und einen kleinen Schuh. Oder man kauft halt was für 100 € oder mehr, was anderes. Ich glaube, das ist auch 85 €. Es ist mir völlig egal, ich weiß schon, was ich kaufen werde aus dem Maus. Ich eben nicht. Monkey Kid, aber Monkey Moment, Kid hat Sachen. Da gibt es auch diesen coolen Moment, Panzer. Moment mal, ja, ab morgen kommt die Nudelschüssel raus. Ja, ich habe an dich gedacht. Ja. Ich war ja im Legoland gewesen in Günzburg. Ich bin durch die Monkey Kid Sets. Ich habe mich mega gefreut, dass da ein extra Aufsteller war, wo da ganz viele Monkey Kid Sets waren. Da war der Granatapfelberg da, der Paradiesberg da. Da waren die Schraumschiffe da, die Big Fix waren da. Aber gerade die drei neuen Sets, der Bone Demon und so, die waren nicht da. Leider. Ja, die kommen halt erst. Die kommen halt erst am 1.7. und die ließen sich auch nicht überreden, mir so ein Set rauszugeben. Ich habe gesagt, ich besuche euch auch nie wieder, aber bitte gebt mir eins aus. Sie haben sie nicht weitklopfen lassen. Selbst mit der freudigen Erwartung, dass du nie wiederkommst. Ja, die haben gesagt, das ist uns wert. Da hätte ich dir sofort eins gegeben, wenn du gesagt hättest, du kommst nie wieder. Ja, ich weiß, aber die leider nicht. Die kannten mich nicht so gut wie du. Okay. Genau. Aber wie gesagt, der Schuh sieht echt nett aus. Er ist klein. Wir zählen mal die Noppen in der Größe. Wir haben in der Höhe 1-2 Plates. Dann eine ganze Steinhöhe. Das heißt, 1-2 Drittel. Dann haben wir nochmal einen ganzen Stein. Und dann nochmal 1-2 Drittel Slope. Also ohne Zungenteil jetzt. Das heißt, wir haben 1-2-3. 3-2 Drittel Steinhöhen. Und in der Länge sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Noppen. Also groß ist er nicht. Nö. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Man kann aber die Sohle erkennen, man kann die Schnürsenkel erkennen, das sind nicht angedeutet. Das Ding ist halt winzig, aber niedlich. Eben, richtig, niedlich. Ja. Aber sind wir uns einig, wir bestellen heute Nacht nur wegen diesem dämlichen GWP. Auf jeden Fall. Sehr gut. Nee, heute Nacht werde ich nicht bestellen. Wenn noch was da ist, dann morgen früh, aber heute noch nicht. Also du hast auch so die Vermutung, dass es bis morgen früh um 6, 7 Uhr reichen könnte? Nee, die Vermutung habe ich nicht, aber es ist mir egal. Okay, das ist natürlich auch valide. Ich bin ja sogar der Auffassung, es wird bis morgen um 9, 10 Uhr reichen. Und wenn es ganz blöd läuft, kommt das GWP sowieso erst gegen 10 Uhr in den Online-Store. Ja. Wenn die normalen Lego-Läden auch öffnen und dann ist es sowieso egal. Richtig. Dann schmiert der Server eh erst mal ab und dann ist vorbei. Aus der Maus, wie Hausmeister Krause sagen würde. Na okay. Gehen wir weiter von Hausmeister Krause und von neuen GWPs. Und jetzt können wir, bevor wir... Sorry, ich muss mich ab und zu mal muten, weil ich niesen muss. Irgendwie hat es mich gerade... du bist ansteckend, keine Ahnung. Ja, ich habe einen kratzigen Hals, habe keinen Schnupfen, aber ich huste hier rum. Beziehungsweise ich habe einen rauen Hals. Das heißt, entschuldigt mal meine Stimme. Ich möchte noch was ganz kurz zwischendrin ankündigen. Und zwar, viele Leute haben mich gefragt, Kevin, wann kommt das nächste Quiz wieder? Wir vermissen das Quiz. Zu Building Bricks for Happiness habe ich ein Lego-Quiz veranstaltet, nochmal ein 80er-Jahre-Quiz mit zum Beispiel Henry oder mit Lars oder auch mit Rick Team zum Beispiel. Und es war auch mal die Marie dabei. Es war echt lustig, das Quiz. Und viele Leute fragen, hey, wann kommt mal wieder so ein Quiz? Und ich habe jetzt mal mich umgehorcht und habe jetzt ein Schmankerl. Im Juli. Ich weiß noch nicht, wann genau im Juli, das tüfteln wir noch aus. Gibt es ein Quiz der großen deutschen Lego-Gemeinde? Als Gäste begrüße ich dann Henry von der Klammbaustein Lyrik. Ich begrüße Lars, den Spielwareninvestor. Ich begrüße Michael von Promobricks. Und ich begrüße Lukas von Stonewalls. Ich finde das so gut, dass alle vier mitmachen. Das wird eine Gaudi werden.
Absolut, das ist ein absoluter Konkurrenzkampf, oder? Ja, also allein Lars, Michael und Lukas, die sich Ja. gegenseitig immer ein bisschen kabbeln und Henry, der über allen drüber steht und einfach dann mit den harten Fakten raushaut. Genau, richtig. Muss mal einen Schluck trinken zwischendrin, dass meine Stimme noch mitmacht. Gut, hätte man das auch mal durchgehandelt, mal zwischendrin getroppt für euch lustige Zuhörer. Und ich möchte mal Lustige ganz Zuhörer. kurz noch, ja, lustige Das weißt du Zuhörer. doch gar nicht, ob die lustig sind. Die sind lustig. Okay. Hallo? Wenn der Marcel schreibt in dem Kommentar, dass wir ganz schräge Typen sind, dann sind unsere Zuhörer bestimmt auch ganz lustige Typen. Ich bin gerade schräg. Ah, ne, Moment. Schräg ist zu anstrengend gerade. Ja, und ich habe noch eine ganz heiße News, bevor wir jetzt weitergehen. Gerade eben hat Walmart USA den Ford Raptor F-150 enthüllt, offiziell. Set Nummer 42126. Die Bilder sind online. Wir sehen das Okay. Modell. Ja, wir sehen das Modell in voller Pracht auf der Walmart-Seite. Das ist klasse. Das komplette Modell. Müssen wir zwischen reinwerfen, das war nicht geplant. Wir haben ganz große beklebte Paneele und Lichter, die sind nicht gebaut. Wir haben eine Hand-of-God-Steuerung im Dach drin mit einem Zahnrad. Ob das Lenkrad sich mitbewegt, weiß ich nicht. Wir haben eine Ladefläche, es ist ein Pickup. Wir haben eine Federung mit drin. Bonnie, ganz ehrlich, also, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ja, Die bitte. Farbe, geil, Die ist Hammer. geil. Das ist eine geile Farbe. Das Orange ist das knallige Porsche-Orange. Ich mag das Orange. Die Front gefällt mir überhaupt nicht. Also Nee. gar nicht. Nee. Der Bullenfänger ist nicht vorhanden. Das Ford-Logo, das Nein, aufgeklebt ist, und der aufgeklebte Kühlergrill. allgemein die komplette Front ist im Prinzip nur mit einem Sticker gelöst. Ja. Und sie kommt von Die der Form fällt her auch mir nicht ans Original. Diese nein, überstehenden Paneele sehen auch halt nicht. kacke aus. Und ja, Aber die Reifen im Vergleich zu den Radkästen, die stehen auch viel zu hoch ab. Viel, viel zu hoch. oh nee, du, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Auf dem einen Nö. Punktbild schon. Mit, Ja, wir haben aber definitiv noch harte Infos. 139,99 € für 1.379 Teile. Leckt's euch eigentlich am Karton, Lego? gut, jetzt muss ich da Lego mal verteidigen. Es sind einige große Paneele dabei. Ja. Aber es ist für ein Technikset ein stolzer Preis, ja. Ein Technikset ohne Motoren ein stolzer Preis, sagen wir es so. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich ist die Ford-Lizenz zu teuer. Ja, aber vergleich's mal mit dem in Anführungszeichen Vorgänger, mit der 42110, dem Land Rover Defender. Der hatte 2500 Teile und hatte 180 € gekostet. Das waren Ja, circa. deswegen sage ich ja, die Ford-Lizenz ist zu teuer, weil Land Rover ist ja kein Ford. Nein, aber Land Rover ist ja auch eine Automarke und das waren 7 Ja. Cent pro Teil bei dem Land Rover und da sind es umgerechnet 9,8, 9,9 Cent pro Teil. Das ist Ja, schon richtig richtig. krass. Beim Land Das Rover waren es auch ist viele Paneele. total. Ja, das kann man nicht Ja, das vergleichen. ist richtig. Und die Motorhaube sieht scheiße aus. So, ich habe scheiße gesagt, deshalb das hier. Das erste Mal von mir, glaube ich. Nee, mir gefällt das Modell von Wahnsinn. der Farbe echt gut. Die B-Säule und C-Säule sind gut umgesetzt. Aber Finde nee. ich nicht mal. Finde ich nicht mal. Die Hand-of-God-Steuerung am Dach versaut alles. Ach, die, gut, wenn du dir die Produktbilder anschaust, die ist eigentlich auf fast keinem der Produktbilder zu sehen. Ja, man Auch kann nur sie auf oben einem. rausmachen. Man kann sie Ja, rausmachen, ja. eben. Ja, richtig. Die ist auf einem zu sehen, also kann man sie auch rausmachen. Aber warum nutzt man nicht diese riesige Ladefläche und macht an der Rückseite von der Ladefläche so einen kleinen Knubbel zum Lenken? Warum? Du hast so viel Platz in dem Modell. Weil man dafür, keine Ahnung, drei Achsen mehr bräuchte. Achso, du bräuchtest Technik. Die Lenkung. Wir haben auch kleine Produktbilder von dem Bau von dem Set, die Walmart veröffentlicht hat. Wir sehen da auch diese Radaufnahmen, die wir von anderen Lego-Sets bereits kennen, also so viele neue Teile nicht. Wir sehen die gelben Federn und die grauen Federn. Vorne sind die harten gelben Federn, genau links und rechts jeweils eine gelbe und hinten sind zwei graue Federn. Das finde ich schon mal gut, dass es voll gefedert ist. Moment, was ich auch gut finde, es sind für diese Art von Modell auch inzwischen irgendwie seltener geworden, sind es die alten großen Motorblöcke. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da ist ein V6 drin, aber ein echter V6 von Lego. Keine Achsenstößelmotoren, wie man sie sonst kennt, von dem Jeep oder von anderen. Nee, das ist ein echter, die alten grauen Blöcke. Mit den gelben Kolben drin. Genau, also ein Genau. bisschen Technik ist doch drin. Die Sitze sind gebaut aus Liftarmen, mein Gott. Und das Lenkrad sieht auch so aus, als hätte es
keine Hand-of-God-Steuerung, weil das in so einem blauen Axt-Ding drin sitzt. Siehst du das? Das hängt in so einem Winkel, Axtverbinderwinkel. Was ist 37 Grad oder was das sind? Und das wird noch heißer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, das also keine Hand-of-God-Steuerung, wo das Lenkrad sich mitbewegt. Ist also verdammt teuer. Aber nochmal, die Reifen sind geil. Ja, die Gummis sind super, die Felgen sind okay. Aber das Ding ist echt Felgen teuer. Felgen sind für die Größe als so die Standardfelgen. Ja, aber auch in Schwarz passen die gut zu dem Orange, meine ich jetzt. Das ist richtig. Was ich ganz nice finde, ist hier die Kotflügel. Was ist das? Das sind die normalen Kotflügelpaneele, die wir auch beim Porsche hatten, aber das Schwarze. Das ist wie bei dem Volvo AH60. Die sind bedruckt, zweifarbig. Nee, weil die Kotflügel, die sind auch normalerweise nicht so, die Ladenbauten sind noch nicht so ausladend, oder? Ich glaube, das waren die gleichen. Oder, nee, halt bei dem anderen waren sie eckig. Ich drehe mich mal um. Nee, da wurde in ja, da die waren sie eckig. Da wurde doch in die Kotflügelpaneele ist doch noch irgendein Teil eingebaut. Warte mal, wir gucken mal in den Produktfotos, ob wir das da sehen. Nee, das liegt jetzt kein so ein Teil rum. Müsste man dann gucken. Aber ja, du könntest recht haben, dass es. Doch, ich glaube, doch. Ja. Schau mal. Schau, wenn du direkt unter die Achse vom hinteren Rad schaust, da ist doch so ein schwarzes, langes Teil. Ich sehe es, ja. Ich sehe es. Das könnte so ein Kotflügel sein, ja. Genau. Bevor wir jetzt aber weitergehen, also das Segment mit dem Raptor war völlig ungeplant, selbst ich wusste nicht, dass es... Da liegt es direkt vor dem, mit dem Einzelteil, direkt vor dem linken Reifen. Also wo der Reifen auf dem Tisch liegt, nur der Reifen. Ach Gott, dieses große Ding, ich sehe es, ja. Da liegt es, ja. Okay. Also wie gesagt, dieses Segment war völlig... Ein Bogen mit vorne und hinten jeweils eine Achsaufnahme. Genau. Aber dieses Segment hier war wirklich völlig, völlig ungeplant. Wir haben eigentlich noch über was anderes reden wollen. Also wir reden noch über was anderes, aber das ist gerade eben gedroppt, das kann man doch einfach mal mitnehmen. Ich möchte aber mal ganz kurz auf die Sticker eingehen. Wir haben auf dem Bullenfänger haben wir einen Sticker in der Mitte und dann haben wir links und rechts so kleine Flügelpaneele, also nochmal zwei Sticker, sind wir schon bei drei. Dann haben wir die zwei Lichter, die beklebt sind, haben wir fünf. Dann haben wir den großen, das Ford-Logo mit dem Kühlergrill, haben wir sechs Sticker. Auf der Motorhaube ist ein orangenes, großes Panel zur Hälfte beklebt ist, oder ein kleines Panel. Es sind zwei Halbpaneele. Warte mal. Das sind zwei Halbpaneele, das ist ein neues. Wo ist das auf der Motorhaube beklebt? Zwischen den zwei schwarzen Lichtarmen. Ach so, da, genau. Dann haben wir sieben Sticker. Und dann haben wir, Achtung, auf den coolen Radkästen, die du gerade angemerkt hast, ist vorne so ein kleiner Blinker, der ist aufgeklebt. Das ist ein klitzekleiner Sticker. Der ist aufgeklebt, genau. Ja, der hat nämlich so einen weißen Rand. Dann haben wir neun Sticker. Hast du die Türgriffe schon erwähnt? Nein, genau. Es sind vier Türgriffe, sind alle geklebt. Das heißt, wir haben jetzt 13 Sticker. Ja. Die Heckleuchten sind auf solchen Rundelementen. Das könnte ein... Das ist ein Sticker. Da hat Stickerabweichung hinten. Also haben wir links und rechts dann nochmal zwei Sticker. Sind wir bei 15 Stickern. Auf der Rückseite haben wir natürlich das Ford-Logo nochmal voll auf der Heckklappe drauf. Sind wir 16 Sticker. Ja. Dann haben wir noch das Kennzeichen. Das Kennzeichen ist ein Sticker, genau. 17 Sticker. Der Raptor-Schriftzug ist geprintet. Wollte ich gerade sagen, auf dem hinteren Kotflügel ist ein Raptor-Schriftzug. Der müsste geprintet sein, weil das ein sehr Sieht nach Print aus. Genau, weil es ein sehr rundes Teil ist. Also 17 Sticker haben wir jetzt. Das ist schon eine ganze Menge. Okay. Hält sich noch in Grenzen, aber eine Sache ist uns noch entgangen, das hat eine Seilwinde. Echt? Ja, aus dem einen Produktfoto siehst du unten so einen kleinen Liftarm raushängen unten. Das sieht mir aus wie eine Seilwinde. Nee. Auf dem Packshot, auf der Rückseite von dem Packshot von dem Ford Raptor F-150, wo es mit dem Originalmodell ist, siehst du unten was runterbaumeln. Das ist eine Achse. Radaufhängung. Ah, ja, vergiss es. Also das Ding hat eine Funktion, gut aussehen. Und nicht mal die Schafte. Touché, Punkt für dich, Ben. Ich weiß, warum ich gerne mit dir podcaste. Natürlich auch mit Dustin. Was? Ja, aber wie gesagt, der Ford Raptor. Und ich möchte jetzt mal munkeln. Ihr hört den Podcast wahrscheinlich am 1. Juli, weil er kommt ja abends erst spät heute hochgeladen.
Ich prophezeie mal, am 1. oder 2. Juli könnten noch die ein oder anderen dunklen Flecken verschwinden, was Lego-Technik angeht. Und damit möchte ich zum nächsten Thema überleiten. Und zwar zum neuen Lego-Katalog des zweiten Halbjahres. Und ich möchte jetzt nicht den Katalog durchblättern. Ich möchte jetzt den Katalog nicht durchgehen. Gott sei Dank. Ja. Ich möchte nur zwei Dinge erwähnen. Zum einen ist es so, dass die Lego-Technik-Sets, die jetzt im Sommer kommen, die sind da nur teilweise drin. Denn sowohl der Ford Raptor, als auch der Caterpillar, als auch der Arox, als auch der Zetros, als auch der andere, der im August kommt, der Tautruck und der Zetros sind, glaube ich, voll drin. Tautruck und Zetros sind voll drin, ja. Genau, und die anderen sind einfach als Silhouette schwarz drin. Da steht drin, es kommt ein Ford Raptor und es kommt ein Caterpillar, die sind beide schwarz. Ja. Warum? Warum ganz Lego? Ganz einfach, dass Walmart den Raptor leaken kann. Ach, das ist doch so ein Humbug, das muss doch nicht sein, ganz ehrlich. Nein, muss es auch nicht. Warum? Weißt du, du willst den Leuten noch Bock machen, das Ding zu kaufen. Du willst sagen, hey, im Oktober kommt das mega gute Modell, der Nachfolger vom Leaper für 450 Öcken, das kann was. Das Ding wird richtig genial. Naja, ist schwarz ausgegraut. Vor zwei Jahren... Aber im Katalog, da stehen es dann auch irgendwo einfach nur Wortfindungsschwierigkeiten. Das sind auch einfach nur irgendwo Anmerkungen. Ja, im Oktober kommen neue DC und neue Marvel-Sets. Ja, schon klar. Aber ich habe doch Bock gehabt, als der Liebherr-Bagger angekündigt wurde. Da stand auch im Katalog, im Oktober kommt der. Nicht im Juli, da stand, im Oktober kommt der Liebherr-Bagger. Da war er auf zwei Seiten vorgestellt. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen. Das war so gut. Ich habe mich so gefreut als Technikmensch. Warum machen sie sowas? Weiß ich nicht. Ich weiß schon, dass die breite Masse dieses Set nicht kaufen, weil es erstens zu teuer ist und zweitens Technik eine Nische ist. Deswegen können sie es wahrscheinlich erlauben. Gut erkannt. Nein, das haben sie ja mit Marvel und DC im Katalog genauso gemacht. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ach ja. Okay. Keine Ahnung. Mal runterkommen, Kevin. Ganz ruhig. Genau. Dann wollte ich noch zum zweiten Teil vom Lego-Katalog. Ach so, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf. Du weißt es auch noch nicht. Ich weiß alles. Nee, das weißt du nicht. Es könnte sein, dass ihr mich am Freitag auf einem... Nee, ich sag's nicht. Beobachtet einfach mal Promobrixel im YouTube-Kanal. So ein bisschen. Es könnte sein, dass da Freitag der Profi nur zu sehen ist. Oh Gott. Ja. Ich wollte noch zum Lego-Katalog was sagen. Du bietest dich doch auch überall an, oder? Ich sag jetzt nicht, wie es zustande gekommen ist. ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich mich zum Thema Lego-Technik äußern möchte. Okay. Und da wollten Sie keinen Profi? Ich glaube, Thomas Panke hatte keine Zeit. Da wollten Sie keinen Lego-Technik-Profi, sondern einen Profi-Nerd holen. Okay, ja, so sieht's aus, ja. Ich bin wie das Name auf der Lego-Con. Utz. Also, weiter im Text. Lego-Katalog. Da ist noch, einige Leute haben den bereits in den Griffeln gehabt und der liegt an einigen Supermärkten, einigen Spielzeugläden bereits aus. Einige Städte haben den bereits. Bei mir in Karlsruhe und Umgebung liegt noch nichts aus. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber die ihn haben, haben ihn abfotografiert. Und da ist ein neues, cooles Set drin. Man wusste, dass es kommt. Man wusste, dass das neue Asgard kommt. Man wusste, es kommt Asgard. Wäre ja schön, wenn New Asgard kommen würde. Es kommt nicht komplett New Asgard. Ja, man hat halt gehofft, ja, New Asgard, ein 300-Euro Modular Building, die geile Hütte, dreistöckig, abnehmbar, voll cool. Und jetzt? Kevin, New Asgard ist ein ganzes Dorf. Ja, New Asgard ist ein ganzes Dorf, entschuldige. Ja. Und dann hat sich rauskristallisiert, es ist die Hütte von Thors New Asgard. Ja, Modular Building, ja, voll gut. Und man hat dann ewig nichts von gehört. Und jetzt im neuen Katalog ist es einfach, also stellt euch Thanos Hand vor. Es ist einfach da. In Marvel Studios Infinity Saga, so ein klitzekleiner Kasten, 76200 mit zwei Sternchen. Bro Thors neues Asgard. Also die Freunde von Thor, das neue Asgard. 7 Plus Set für 30 Euro. Ich find's cool. Es ist mega. Ich find's echt cool, weil einfach, es ist ein kleines 30 Euro Set. Ja. Es sind zwei coole Minifiguren, vor allem eine coole Minifigur dabei. Ja. Den Meek zähle ich jetzt nicht als Minifigur. Nee, ich auch nicht. Weil der Meek ist einfach nur ein Kopf und auf zwei Blumen. Auf
zwei 1x1 Blumen, ja, genau. Deswegen zähle ich den jetzt nicht als Minifigur. Aber es ist halt der abgeranzte Thor. Ja, das ist einfach geil. Ihr könnt euch vorstellen, wie die kleine Bude, also als ob man das Central Perk durch vier teilen würde, gerade so ein kleines Stück Raum, dann ist ja. da dieses Sofa und dann hängen da so allerlei Dinge oben. Da ist so ein Regal mit Pokal, mit Büchern. Central Perk durch zwei oder drei. Ja, dann ist so ein Regal mit Büchern, so eine Peitsche hängt da, dann ist aus Spaß an der Freude noch so ein Couch. Genau, ein Anker hängt da dran und so ein schiefes Bild. Auf dem Boden sind ganz viele Pizzakartons und eine Pizza. Dann ist da eine Playstation, wo sie spielen. Und dann spielt er da eben mit seinem Kumpel da ganz gemütlich gegen Noob Master 69. Ja. Der in Fortnite das Leben schwer macht. So geil. Ja, doch. Ich finde das sehr cool. Also ich werde es mir kaufen. Wann kommt das? Morgen? Das ist das Gemeine. Ich habe ja gesagt, das sind zwei Sternchen dran. Aha. Und jetzt kommen wir dazu. Das ist auf einer Lego-Seite, wo noch mehrere Sachen drin sind, wo seltene Lego-Sets sind, wo unter anderem auch das Elfenclubhaus aufgelistet ist oder das Creator-Krokodil. Und da steht dabei, die teilnehmenden Lego-Fachhändler bieten folgende Lego-Highlights an. Also das ist zum Beispiel sowas wie ein Fedes und Idee und Spiel oder so. Ja. Aber nichts Myth-Toys, nicht Amazon. Also Fedes, Idee und Spiel, Combaro, Interspiel. Die bieten dieses Set für 30 Öcken an. Das heißt, geht ab 1.7., also ich weiß nicht, ob ab 1.7. direkt im Fedes ist, aber es soll eben, 1.7. Veröffentlichungsdatum, könnte ab 1.7. im Fachhandel sein. Mega cool. Also ich werde es mir holen, definitiv. Ja, Moment mal jetzt. Es kommt also morgen raus. Anscheinend. Ja, gut, dann weiß ich schon, mit welchen zwei Sets ich das GWP hole. Also, wir verstehen uns, das ist auch so ein Set, das zahle ich gerne UVP, weil es ist klein und schnuckelig. Ja, es ist mega genial. Und vielleicht gibt es da noch auf Rebrickable gute Anleitung, wenn man sich zwei, drei davon kauft, wie man sich so ein kleines einstöckiges Mock für seine Stadt baut, wo man zwischen die Polizeiwache schieben kann. Genau, richtig. Nein, ich finde die Bude cool. Die ist mega cool. Es ist einfach eine abgeranzte Bude mit einem abgeranzten Tor und das ist... Irgendwo ist es ja in dem Film doch eine ikonische Szene. Ja. Weil es einfach so grotesk und lustig ist, dass es, ja, keine Ahnung, ich finde die Szene cool, deswegen mag ich auch das Set und ja. Es ist eine mega lustige Szene, wie sie da sitzen, Tom mit seinem fetten Bauch und Pizza fressend und sich über alles beschwerend im Biersuff. Das ist eine grandiose Szene. Auf der Lego-Webseite ist das Set übrigens noch nicht gelistet. Man kann danach suchen, aber man findet es aber allerdings nicht. Okay. Hab's gerade gecheckt. Für 30 Euro. Deswegen habe ich ja auch gefragt, ob das wirklich morgen rauskommt oder irgendwann anders. Es sind zwei Sternchen dran, das ist im Katalog ab Juli, deswegen könnte es sein. Ja, gut. Ja. Es steht halt noch nichts Wirkliches fest. Aber es sind, ganz ehrlich, ein Aufkleber ist dabei, das ist noch so ein kleines Schild, also so ein, wie man es halt kennt, von dem Harry Potter Haus, wo Harry im Ausbruch, wo so ein kleines Schild ist mit so einem Welcome to New Asgard, Population und so weiter. Es sieht echt niedlich aus. Und für mich ist das Highlight nicht nur, dass das Thor mit seinem Buddy auf der Couch sitzen, also Kork heißt der blauköpfige Kork heißt er übrigens. Das ist für mich nicht das Highlight, dass die Szene nur nachgebildet ist, sondern die Detailverliebtheit des ganzen Raumes. Eine Pfanne, eine Peitsche, ein Pokal, Bücher, der Speer von Aquaman, eine Klimaanlage nach außen, der Fernseher, hinten noch ein bisschen Gerümpel. Ein Fisch irgendwo drin. Das ist herrlich. Ich find's cool. Erwartet ein Review von diesem Set. Ich liebe es jetzt schon. Ja, Tito. Gut, dann hätten wir jetzt aber auch den Katalog so, die zwei memorable things, wie der Amerikaner sagen würde, abgehandelt. Memorable things. Und bevor wir zu Bricklink, Designer Program und Lego Ideas kommen, möchte ich noch das ansprechen, dass Lego jetzt aus Nicht-Pfandflaschen Klemmbausteine macht. Das war mit einer coole Ankündigung auf der LegoCon. PET-Flaschen. Ja, Lego hat eine Möglichkeit gefunden, PET-Flaschen so zu recyceln, dass man das gewonnene Ausgangsmaterial so verarbeiten kann, dass man einen ordentlichen Lego-Stein herstellt, der nicht aus ABS ist, aber eine ordentliche Klemmkraft und Lebensdauer hat. Richtig, ganz genau. Aus einer PET-Flasche, sie sagen aber nicht, wie groß die ist, also sie sagen nicht 0,33 Liter, 0,5, 1 Liter, 2 Liter. Aus einer PET-Flasche, unbekannter Größe, lassen sich 10 2x4 Steine herstellen laut Lego. Sie haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sie mit einem Auswahlverfahren von über 250 verschiedenen PET-Varianten, also PET ist ein Kunststoff,
Und da gibt es verschiedene Zusammensetzungen in Weichheit, Dichtigkeit, Material und so weiter. Und einen haben sie gefunden, um aus diesem recycelbaren Kunststoff, das ist das, was ihr im Supermarkt in diesen Automat gebt, wo die Flasche nicht in den Kasten zurückgeführt wird, sondern gleich dieses nette, knochenmarkerschütternde Geräusch kommt. Aus diesem Zeug haben sie Granulat gewonnen. Das Granulat wird veredelt, in Anführungszeichen, also wird speziell aufbereitet. Dieses aufbereitete Granulat kann dann in eine Spritzgussform gebracht werden, um die dann unter gewissen Bestimmungen, also sprich die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit und Spielbarkeit zu gewährleisten, aus der Maschine rausgepresst werden. Und Lego will das jetzt noch ein Jahr testen, wie das ist, wie es funktioniert, ob sie bespielbar sind und so weiter. Wenn das funktioniert und die Tests vorüber sind, kann man sich vorstellen, dass Teile mit Farben versetzt werden und auch in Lego-Sets landen, wenn dann alles so ist. Und Lego möchte natürlich auf dem Plan, den sie haben, mit der Nachhaltigkeit, die sie haben, komme ich gleich noch dazu, sind sie schon ganz ein Stück weitergekommen, was es angeht, wie ich finde. Mhm. Ja. Das Problem ist auch, manche Leute haben mal gesagt, ja, warum recyceln sie nicht alten Kunststoff, also ABS-Kunststoff, wie zum Beispiel jetzt Autoverschalung oder so, sind auch aus ABS. Warum nimmt man das nicht als Grundmaterial, um ABS zu recyceln? Dann treten aber wiederum gewisse Regularien auf, weil nicht jeder Kunststoff darf recycelt werden, vor allem nicht zu Kinderspielzeug gemacht werden, wegen Belastung und Giftstoffen und so weiter. Nicht jeder Kunststoff kann recycelt werden. Nicht jeder Kunststoff erfüllt die Qualitätsansprüche von Lego und ganz so genau. Und so fort. Genau. Und vor allem auch von gesetzlichen Bindungen. Jedes Land hat andere Regularien. Aber PET ist ein recycelbarer Rohstoff, der eben all das schon mitbringt. Und wenn sie das technisch auf die Reihe kriegen, einen ordentlichen Stein zu machen, der eine normale Klemmkraft hat und der weder zu fest sitzt wie bei Megakonstrukt oder nicht so leicht sitzt wie bei blauen Steinen, dann haben sie da schon einiges gewonnen. Ich find die Idee ja sowieso toll. Sie haben ja schon aus Pflanzen gemacht, da haben wir in den ersten Podcast darüber berichtet, dass sie aus Zuckerrohr Pflanzenteile herstellen und das immer noch nachhaltig verfolgen. Sie wollen ja jetzt seit geraumer Zeit schon Papier anstatt Kunststofftüten in Lego-Sets einführen, da warten wir auch schon geraume Zeit drauf. Aber der Nachhaltigkeit... Das wundert mich ja, dass das noch nicht passiert ist. Ja. Ich könnte mir deswegen Corona vorstellen, dass es deswegen Verzug geraten ist, aber das könnte bald kommen, habe ich so das Gefühl. Der juckt mir so ein bisschen der Harnleiter. Und wenn das mit... Was juckt hier? man könnte auch sagen, nee, ich habe es im Urin. Ich habe es im Urin, könnte man sagen. Okay, wir nehmen nicht den Folgentitel. Juckt im Harnleiter. Wir nehmen doch diesen super Folgentitel. Kevin juckt zum Harnleiter. Nein, wir finden einen anderen. Aber wenn wir schon bei Folgentitel sind, ich habe vorhin Pfefferminztee gemacht. Ich habe auf dem Garten habe ich marokkanische Minze, normale Pfefferminze. Meine Hände riechen jetzt nach Wrigley Spearmint Kaugummi. Ist ja geil. Ah, das riecht voll gut. Leute, wenn ihr einen Garten habt oder Blumenkübel, pflanzt Minze an, das ist so gut. Ich hab eine ganz wild, extrem wuchernde Zitronenminze bei mir im Garten und da reibe ich auch ab und zu mal die Hände dran. Das ist dann botanische Belästigung. Moment mal, die Frage ist gerechtfertigt. Wir haben einen Folgentitel. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Botanische Belästigung. Botanische Belästigung, ihr wart live dabei, wie immer. Das ist ein super Folgentitel, den lassen wir so stehen, wenn wir nichts Besseres finden. Ja, gut. Botanische Belästigung, ist gut, klingt gut, super. Klingt gut. Dann huschen wir mal weiter. Ich bin ein botanischer Belästiger. Gibt es da auch Fachausdruck? Botanophil? Nee. Fluoreszierend. Entschuldigung. Okay. Nein, der war nicht gut. Nochmal ganz kurz zu deinem Lego-PET-Stein. Jetzt haben wir die ganze Theorie mal abgehandelt, die graue. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du einen Lego-Stein hast, so einen ganz normalen ABS-Stein... Aber der Stein war doch weiß. Ja, so gräulich war er. Aber du kannst ja Farben reinmischen. Aber wenn du so einen Lego-Stein in der Hand hast, du kennst ja das Gefühl von einem Lego-Stein. Der ist hart, der hat eine Klemmkraft, der fühlt sich super an. Oder dann nimmst du mal so eine PET-Flasche, so eine Cola-Flasche oder so eine Getränkeflasche. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich mir auch nicht. Wie kriegen wir das? Ich habe mir mal so ein Schuhkarton-Konvolut aus Lego geholt vom Flohmarkt. Und da waren auch ein paar ältere Steine von Mega Constructs drinnen und mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt, als ich die gespürt habe. Okay. Also ich bin auch mal gespannt. Angefühlt habe im Gegensatz zu Lego.
Ja, wie die Klemmkraft ist, wie die sich anfühlt. Ich meine, 2x4 Steine, das ist ja kein voll solider Block. Ja. Das ist ja nur dünnwandiges Zeug und oben ist ein bisschen dicker und da sind auch Verstrebungen drin, die es physikalisch so machen, dass dieser Stein super ist, dass man drauftreten kann, der Erwachsene das Ja. aushält. Nee, Quatsch, umgekehrt, dass der Stein den Erwachsenen aushält. Hast du Stein? Ja, der Erwachsene hält den Stein nicht aus. So Der sieht's aus. Erwachsene schreit auf. Genau, das war jetzt ein bewusst eingestreuter Witz. Ist schon klar. Und ich bin, also wenn Lego zufrieden ist damit, dann muss ich sagen, okay, voll gut. Mich würde aber interessieren, wie dieses Ding sich anfühlt. Und vor Ja, allem, mich ob auch. und wann es marktreif wird. Ob sie dann nicht wieder bei Schritt 3 anfangen müssen, wieder neues PET raffinieren müssen und zurückwandeln müssen. Oder ob sie es doch irgendwann mal ganz verwerfen. Na, raffiniert wird es nicht, das wird ja recycelt. Ja, okay, aber sie müssen es ja auf eine gewisse Art raffinieren, damit aus dem Granulat, das sie gewinnen, so ein Ja, Grundstoff wird, dass ja, es eben ja, wieder für die Maschine ja, passt, für die ja. Molding Machine. Sie müssen im Und Zweifel dann sowas wie macht. Stärke beigeben, dass es wieder härter wird. Sie Wie müssen eine irgendein ein Speisestärke. Katalys ja, Sie müssen einen Katalysator reingeben, dass dieser weiche Kunststoff richtig hart wird. Irgendwas muss ja da passieren. Na gut, aber dann Mit würde ich sagen, Sicherheit. verlassen wir das Feld der Kunststoffpfandflaschen. Und wandern mal rüber zum. Das muss ich gerade meine Liste angucken. Ja, das war es jetzt eigentlich, ne? Es bleibt nur noch Lego Ideas übrig und Bricklink. Nee, das hat man Nee, Ideas hat man nicht. Und zwar, es wurde ja Lego Ideas ausgelost. Es gab ja eine Ach so, ja, Ergebnisrunde. richtig. Die Stimmt. dritte Review-Phase aus dem Jahr 2020 wurde endlich ausgelost. Und da hatten wir nicht mehr und nicht weniger als 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 Sets. 25 Entwürfe waren da drin. Da haben wir schon gesagt, boah, Corona, 25 sind so viel. Ja, 2021 lacht jetzt mal laut auf. Da waren 25 Sets drin. Und dann wurde das am 22. Juni um 15 Uhr verkündet, welche Sets oder welche Sets es geschafft haben. Und alle haben gerätselt, was es wird. Es waren so Sachen dabei. Wir sind ja gerade nicht mehr so affin, was Lego Ideas angeht. Aber da waren so Sachen dabei wie eine Boeing, ein Kolosseum im Architecture-Style, Boeing. die Brick Twin Towers Police Station, die haben wir auch besprochen, ein Avatar-Set. Es war ein Rennwagen mit bei, das Müllfahrzeug war mit bei, ein Spiel war mit bei, Autos waren mit bei, ein Among Us-Set, Wallace und Gromit war mit bei. Und das Classic Castle zum Beispiel, das waren so ikonische Sets aus der Welle. Und es hat ein Set gewonnen. Und viele haben gesagt, es wird kein Set werden aus der Welle, es werden zwei Sets werden. Ich habe gesagt, es werden zwei Sets werden. Ich habe meine Hoffnung gestützt auf das Classic Castle und ich habe mich auf den, wie heißt er denn? Ich will den richtigen Namen haben. Auf den Automated Garbage Truck, also auf den Müllfahrzeug. Auf die hätte ich gesagt. Das sind zwei super Ideen, die werden umgesetzt. Und hast du irgendwelche Favoriten gehabt? Ich habe meine Hoffnung auch auf das Classic Castle gesetzt von Frank Bohr. Aber mir war von vornherein eigentlich schon klar, dass es das nicht wird. Hätte es schwer gehabt, ja. Ja, nee, aber sonst habe ich keine großartigen Favoriten gehabt, weil mir Ideas in letzter Zeit extrem egal geworden ist, nachdem es einfach zu viel wurde. Es ist einfach viel zu viel. Es sind fünf Modular-Buildings mit, sechs Modular-Buildings mit bei, drei, vier coole Sets mit coolen Ideen und der Rest sind halt Nachbauten von Lizenzthemen. Aber es wurde schlussendlich ein einziges Set. Und es war das Set, wo ich nicht gedacht hätte, dass es das wird, weil ich es. Ich sage jetzt mal nicht als langweilig empfinde, aber ich habe es empfunden als, braucht das die Lego-Welt wirklich, Set? Das sage ich aber, jein. Es ist Ideas und von der Idee her passt's. Ja, es passt auch für noch mehr, weil wenn man sich Gedanken darüber macht, vielleicht kann man sich schön reden, warum sie es genommen haben. Es wurde der Leuchtturm. Und zwar nicht irgendein Leuchtturm, sondern der motorisierte Leuchtturm. Es ist quasi das Hidden Side Set in dreimal größer. Es ist eine 25er Baseplate, da ist eine Steingeschichte drauf gebaut, also richtig hoch, das sind mehr als 13 Noppen. So ein Steinzeug mit einer Treppe, die da hochführt. Oben ist so eine Plattform. Steinzeug. Felsen. Danke, Felsen. Ja. Ein Fels in der Brandung. Oben drauf ist ein kleines Häuschen, in Microscale wohlgemerkt, nicht Minifigurengröße. Und ein riesiger Leuchtturm, der oben durchsichtig ist. Und da ist ein, in dem Leuchtturm, der ist so dick und fett, weil da ein Motor drin ist, weil oben kann sich's schön drehen. Ole, ole. Und dann hat man nachgedacht, ja, das wird ja teuer werden, das ist ein großes Set, aber Lego wird es entweder dann umsetzen, dass es entweder im Minifiguren-Scale ist, oder sie machen es halt wesentlich kleiner. Es soll aber motorisiert bleiben.
Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Da haben viele Leute gesagt, es würde im Stil vom alten Angelladen passen. Von Rob Mann. Also jetzt mal ganz. Also ich glaube, es wird ähnlich bleiben im Microscale. Ich hoffe, dass es ähnlich bleibt im Microscale. Und es wird mit Handkurbel betrieben sein. Okay. Du schätzt Handkurbel. Schätze ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Weil einen motorisierten Leuchtturm in Minifigurenmaßstab im Stil vom alten Langeladen habe ich schon. Du brauch ja. Ich nicht. Du ja, die anderen nicht. Ja, ich bin jetzt egoistisch. Habe ich schon, brauche ich nicht. Na gut. Okay, Einkäufer weniger Lego. Ne, ich könnte mir vorstellen, dass sie da einen Motor reinmachen. Und zwar können sie da die Batteriebox von der Osprey verwenden, weil die einen Schalter hat. Da braucht man keinen Bluetooth. Das ist eine super Idee. Ja doch. Und es macht günstiger. Ja. Und du brauchst auch keinen Motor mit Winkelmessersensor. Da reicht so ein einfacher Linearaktuator für 18 Euro. Gibt es ja in den Lego, wie heißen die? In diesen Education Sets sind die ja drin. Die kosten wirklich nur ein paar Euro. Sogar bei Lego nur 18 echt? Euro, keine 40. Okay. Die sind echt günstig. Okay. Diese Linearaktuatoren ohne Winkelmesser, die sind echt super. Und die Osprey Batteriebox kostet 40 bei Lego. Das andere und zusammen im Bundle mit dem 150 Euro. Top-Geschichte, hätte ich gesagt. Ja. Aber na gut. Schön, dass ich dich überzeugen konnte. Ich finde den Microscale-Ansatz interessant. Ich weiß nicht, ob Lego den beibehalten wird. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ziehe ich die motorisierte Version ab. Sprich, ich hätte da einen Leuchtturm mit dem Häuschen. Ich finde das Modell bis da, wo das Haus anfängt, den Untergrund, das Wasser, den Sand, den Felsen, den finde ich super gestaltet. Alles drüber ist ein bisschen generisch und könnte ein City-Set sein, ein schöneres. Ja, richtig. Aber ich finde die Idee okay. Ich hätte mich über ein anderes Set mehr gefreut. Modular Building bei Ideas können wir natürlich nie erwarten. Aber es könnte thematisch zum alten Anlagen passen. Vielleicht machen sie es wirklich so, dass es im gleichen Scale ist. Lassen wir uns überraschen. Wir haben ja noch so viel in der langen Liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir 8 Stück in der Liste. Ja, ich hab das alles schon wieder. Genau, wir reden 2023. Wir reden 2023 drüber. Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten großen Punkt. Und zwar zum Bricklink Designer Program. Mhm. Und wenn wir es noch ein bisschen weiter reden, sind wir sogar live dabei. Nee, live nicht. Das startet ja am 1.7. um 17 Uhr. Ihr hört den Podcast vielleicht vorher. Also wenn ihr schnell seid. 17 Uhr. Deutscher Zeit, oder? Es ist nicht eher. Es ist 17 Uhr CET. Ich glaube, das ist dann bei uns 18 Uhr, oder? Aber mit Sommerzeit, Winterzeit. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. 17 oder 18 Uhr. Genau, es ist. Nee, 17 Uhr deutscher Zeit ist es. Echt? Okay. Tatsächlich, ja. Kurz genannt BDP, Bricklink Designer Program. Wir erinnern uns, wir haben auch schon darüber berichtet, Ideas-Modelle, die nicht umgesetzt wurden, haben eine zweite Chance bekommen. Lego hat einige Modelle ausgewählt und dann wiederum aufgrund von Lizenzen einige ausgesiebt. Es sollten einige Modelle werden. Lego hat sich dann aber kurz vor knapp entschieden, den Modus doch nochmal zu ändern und das Ganze auf zwei, wenn nicht sogar drei Phasen aufzuteilen und nicht alle Sets auf einmal zu machen. Man kann ein Set crowdfunden. Mindestens 3.000 Unterstützer müssen zusammenkommen, dass es produziert wird, aber maximal 5.000. Und von allen 8 Modellen in der ersten Welle werden nur 5 Projekte, die 3.000 erreicht haben, produziert. Wobei 8 Modelle ist nicht ganz richtig, es sind mittlerweile nur noch 7, denn ein Modell musste die Runde verlassen, weil der Designer keinen Bock hatte. Nee, was, wie kein Bock? Nee, es ist ein... Es wäre... Nee, Moment mal. Es sind 7 in der ersten Runde, die jetzt... gecrowdfundet werden können. Genau, das 8 ist rausgeflogen, das Observatorium, weil es so schwer war, das nach den Richtlinien von Lego zu ändern, und also der Designer hat einfach nicht den Effort, die reinstecken wollen. Ja, ich habe, gehen wir mal stark davon aus, ich habe letzte Woche mal nachgeschaut und da war das eins der wenigen, die noch im Testbuilding waren. Mhm, genau, der hatte einfach keinen Bock, das so zu bearbeiten, dass es für Lego passt. Lese ich da raus. Ja, kann man auslesen. Ja. Das können wir morgen ab 17 Uhr für 7 Sets backen. Also wir bezahlen praktisch, oder wir sagen, wir wollen eins der Sets haben. Und 3.000 müssen bestellt werden. Und nur die ersten 5, die 3.000 erreichen, werden umgesetzt. Das heißt, wer was haben will, muss schnell sein. Und man kann pro Person nur 5 Stück bestellen. Ich verstehe nicht, warum es 5 sind und nicht 2 oder 3. 5 ist schon eine Menge. Hallo Investoren. Ja. Und wenn nur die ersten 5, die ersten, ja. Was, 4, ich dachte, das wären alle, die 3.000 erreichen. Nein, die ersten 5. Nur die ersten 5. Echt? Ja, steht hier zumindest so. Okay. Ich habe es auch gerade gegengecheckt. Stonewalls schreibt auch,
Nur die ersten 5 Projekte, die die ersten 3000 Vorbestellungen erreichen, werden produziert. Steht hier auf Stone Wars und auf der Bridgestone-Seite auch. Ja, gut. Und dann sind es aber limitiert auf 5000 Stück maximal. Genau, maximal. Genau. Ja. Die 7 Modelle sind auch relativ easy. Es ist einmal das Castle in the Forest. Das ist so ein nettes kleines Schlösschen mit Aufkleber, wie man mittlerweile weiß. Ich denke mal, das wird als erstes weg sein. Das wird sofort weg sein. Bionicle Legends, das wird in den USA wahrscheinlich sehr beliebt sein. Ein Bionicle-Diorama. Ja. Dann haben wir noch den Partikelbeschleuniger von JK Brickworks. Auch ein nettes Teil. JK Brickworks hat ein zweites Set noch mit in die Runde gekriegt, und zwar The Pursuit of Flight, also diese Flugzeugverfolgungsjagd. Die ist auch mega cool, wie ich finde. Wobei ich da nicht glaube, dass das viele Käufer hat, weil JK Brickworks für das Pursuit of Fly schon lange eine kostenlose Anleitung zur Verfügung. Ja, aber ganz ehrlich, das Set hat 540 Teile. Wenn das 30 Euro kostet, hole ich mir das sofort. Ja, gut, dann ja. Ja, okay. Genau. Dann haben wir noch das Great Fishing Boat, das stark überarbeitet wurde, mittlerweile nicht mehr sandgrün ist, sondern reddish-brown und hellblau. Sieht super aus. Viel besser als der Originalentwurf. Viel, viel besser. Ja. Das war ja in Türkis gehalten oder Dark Türkis, und jetzt ist es in ordentlichen Farben. Ja, genau. Genau, da haben wir den Kakapo, den Vogel. Übrigens, soweit ich das weiß, der größte nicht flugfähige lebendige Vogel, genau. Genau. Und dann haben wir Papagei ist auch ein Vogel. Ja, nee, aber ein Vogelstrauß ist ein Vogelstrauß ein Vogel? Ja. Irgendwas habe ich da, irgendeine Besonderheit hat ein Kakapo. Ich hab nichts gesagt. Einfach. Er hat einen geilen Namen. Lassen wir es dabei stehen. Kakapo. Nicht, dass Christian wieder über unsere Unwissenheit, wegen unserer Unwissenheit getriggert wird. Ich habe nichts gesagt. Genau. Dann haben wir noch, nach dem Kakapo, haben wir noch den Sheriff's Safe. Der gefällt mir persönlich am besten. Den würde ich mir kaufen wollen, denn das Ding hat 578 Teile, hat 14x14 Noppen, funktionsfähige Schloss drin. Und es ist ein echt cooles Teil. Also wenn das Ding 50 Euro kostet, ich kaufe mir den sofort. Der wird auch relativ schnell weg sein. Ich stehe da drauf. Und ganz ehrlich, ich finde den Satz von dem Designer so cool. Was ist, wenn ich mal meine Kombination vergesse? Da hat er gesagt, es liegt eine Stange Dynamit bei. Ja, genau, richtig. Das ist ein Lego-Set, ich finde es so gut. Und ja. Dann auch im Gegensatz zum ehemaligen Entwurf, da war noch da oben auf dem Tresor ist ein Buch, eine Kerze und eine Flasche drauf. Im Originalentwurf war da noch eine kleine Waffe mit drauf. Mhm. Aber an sich ist es relativ ähnlich, finde ich echt gut. Das sind so die 7 Sets, die man kaufen kann. Und wie gesagt, ab morgen schnell sein. Die ersten Käufer kriegen es. Also, mich interessiert da jetzt eigentlich am ehesten das Castle in the Forest. Aber ich glaube eher aus aktuellen finanziellen Gründen, weil morgen eben 1. Juli und dann noch andere Aktionen, die teuer werden könnten, werde ich da wahrscheinlich raus sein. Aber mal ganz unter uns. Es sind gerade noch so viele Fragen offen. Wie viel kosten die Sets? Das wurde nicht gesagt. Wir wissen nicht, wie viele Sets kosten. Wir wissen nicht, also wir wissen ungefähr, wie die fertigen Sets aussehen, weil die Entwürfe mehr oder weniger frei sind. Wir wussten aber bis heute nicht, dass das Castle in the Forest 4 Aufkleber hat, dass 2 Schilde bedruckt sind. Ach doch, Nein, jetzt fehlen Details. Dann haben sie gesagt, sie produzieren in Europa, aber sie haben noch nicht gesagt, dass für die EU-Landschaft kein Problem ist mit dem Zoll oder so. Da gab es ja beim ersten Bricklink AFOL-Programm ja riesige Probleme mit dem Versand aus USA und kein CE-Zeichen drauf und kein Lego-Zeichen und Plagiatsvorwürfe. Ja, da gab es ja immensen Stress mit dem Zoll für viele Käufer. Und dass es wirklich aus der EU kommt und in die EU und vor allem ganz wichtig, ohne Zollaufschläge. Das können sie bis heute nicht sagen. Was ist, wenn es aus dem United Kingdom verschickt wird? Das können sie nicht sagen. Und es sind alles solche Sachen, die sind für mich unverständlich. Hinter Bricklink steckt Lego. Lego hat Bricklink gekauft. Wie kann das so laufen? Meine Güte. Also wahrscheinlich könnten sie es uns schon sagen, wenn sie wollten. Es ist aber entweder ist es aufgrund, weil es Lego ist, verschwiegen, oder B, weil es ihnen zu peinlich ist, oder C, alles drei. Ja, oder sie wollen sich einfach bis morgen aufheben. Aber dass Castle in the Forest relativ viele Sticker enthalten wird, das war eigentlich von vornherein klar, weil es von vornherein hieß, es werden nur aktuell erhältliche Steine verbaut. Genau, und die Schilde mit dem Aufdruck gibt es halt nicht. Ja, richtig, ganz genau. Exakt. Deswegen ist es halt einfach ein Sticker. Genauso genau. Wie das Anno 1516 wird auch ein Sticker sein. Genau, sind einmal 6 Steine, steht Anno 1516 drauf, das Erbauungsdatum von den Teilchen.
Aber jetzt mal ganz andere Sache zur Bepreisung. Die letzten AFOL Designer Programs auf Bricklink, da waren ja schon gesalzene Preise. Das Feuerwehrauto war ja teuer mit 80 oder 90 Euro. Die Burg 200 Euro hat gekostet damals, obwohl es wenig Teile waren. Die waren schon teuer. Und ich könnte mir das vorstellen. Ich schaue jetzt gerade nach. Carson Forest hat 1973 Parts. Sechs Minifiguren und ein Pferd. Ich gehe mal von 300 aus. Nee, 250. Ich wollte gerade sagen, die Schmiede hat nämlich 1900 Teile und kostete 150 und hat auch ein Pferd dabei gehabt, aber nur drei Minifiguren. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, weil es ein Bricklink Designer Programm ist, weil es auch noch die Designer ein bisschen was mitverdienen, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Ding nicht unter 200 weggeht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, unter 200 definitiv nicht. Nein. Aber wenn sie sagen, hey, 150 fairer Deal, dann würde ich sogar sagen, kaufe ich mir das Castle in the Forest. Wollte ich gerade sagen, bei 150 schlage ich da auch zu. Genau. Den Sheriff Safe, wenn der so bis 50 Euro kostet, sage ich mir auch, jo, das Great Fishing Boot sieht halt wesentlich cooler aus als die erste vorgestellte Variante. Die Überarbeitung mit dem Blau sieht echt krass aus, weil Reddish Brown und dieses Azurblau ist super. Aber nee, danke, kaufe ich mir nicht. Den Kakapo auch nicht. Und Pursuit of Light, wenn es für 30 ist, hole ich mir das auch. Aber ja. Es ist nett. Mich stört aber, dass so viel unklar ist. Dass so viele offene Fragen noch da sind. Das finde ich ein bisschen schade. Richtig. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich störend. Und die Frage ist auch, wenn du jetzt das Set als Crowdfunding holst und du beim Crowdfunding ist ja so, du zahlst etwas und dann hoffst du, dass es umgesetzt wird. Das ist da genauso. Das heißt, du zahlst für ein Set 200 Euro und dann wird es vielleicht gar nicht umgesetzt und dann hast du 200 Euro in Wind geschossen. Alles so Sachen sind doch komplett offen. Nein, also das Geld, wenn es nicht umgesetzt wird, kriegst du wieder zurück. Steht es irgendwo? Ich habe es nicht gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hoffe es mal ganz schwer. Beim letzten AFOL Designer Programm war es ja so, dass man Sets kaufen konnte oder interessiert. Ich habe nichts gekauft. Ich weiß nicht, ob man es gleich bezahlen musste oder nicht. Aber da hat es ja relativ gut geklappt. Aber die Zollabwicklung für die deutschen oder generell europäischen Kunden nicht. Die Zollabwicklung war unterirdisch. Ja. Aber das Lustige ist ja auch, die Runde geht ja dann eine gewisse Zeit. Man kann bestellen und dann werden die Dinger wohl September, Oktober produziert, hieß es. Und es ist aber so, dass in den Sets, wie man es heute auch bekannt wurde, da liegt keine gedruckte Anleitung bei. Echt nicht? Nein, okay. Die Anleitung wird digital zur Verfügung gestellt. Alles klar. Ja, und soll später nachträglich auch separat digital käuflich erwerblich sein. Dass auch Nichtkäufer das Sets-Ding selber nachbauen können. Okay. Das würde ja zum Bricklink-Gedanken passen, dass du auf Bricklink die Teile selber zusammensuchen kannst. Das würde ja auch passen. Richtig. Aber du kannst später auch die Anleitung kaufen von Lego, Bricklink, also quasi Lego, um das Set dann nachzubauen. Das ist auch so eine Sache, dass da keine gedruckte Anleitung bei ist. Ja, ich glaube, ich bin da komplett raus. Das ist halt nicht, schon... Ich glaube, ich bin da echt komplett raus beim Programm. Es kann gut sein, dass irgendwo so eine Situation gibt, wo ich dann einfach sage, ach, scheiß drauf, kaufe ich trotzdem. Aber ich sage jetzt erstmal, ich bin komplett raus. Wir werden es ja sehen. Mal gucken, wie du in zwei Wochen drüber redest. Ja, natürlich. Mal schauen. Ja, sehen wir dann weiter. Wie gesagt, das ist jetzt einfach so eine Aussage in meinem jugendlichen Leichtsinn, Wahnsinn, wo ich sage, ich bin raus. Aber das hast du schön gesagt, jugendlicher Wahnsinn. Wo der Wahnsinn ist, das weiß ich, wo die Jugend geblieben ist, habe ich keine Ahnung. Ach ja, ich muss da mal husten, das ist sehr nett gesagt, ja. Ich muss aber schon zugeben, dass ich nicht weiß, was ich mir kaufe. Also, ja, ich habe eine Tendenz, aber wie gesagt, 1. Juli hast du auch gesagt, Lego, viele neue Sets, gerade ist es auch noch das GWP und so weiter und so fort. Aber das kommt ja nicht jeden Monat vor. fast schon. Genau. Aber würde ich mal sagen, beenden wir den Podcast für heute, oder? Machen wir. Ich wollte noch darauf aufmerksam machen, übermorgen, also am 2. Juli, kommt eine neue Folge des Flimmerliebe-Podcasts, da besprechen wir Brightburn. Dann Noah und ich können noch mehr von mir quacksalbern hören. Wollte ich nur noch mal eingestreut haben, kommt ja auch alle zwei Wochen eine neue Folge. Ist komischerweise immer die Woche, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Oder versprechen.
Ist halt immer eine lange Podcast-Woche. Ja, aber ich wollte auch nochmal sagen, am Anfang, das war so ein schönes Segment, diesen Kommentar auf iTunes vorzulesen, auf Apple Podcast. Bewerte doch mal. Würde mich freuen. Ja, genau. Macht's. Ja, und wenn ihr was zu sagen habt, jeder Podcast ist auch ein Beitrag auf YouTube und natürlich auch ein Beitrag auf profi.de, könnt ihr darunter kommentieren, machen oft ein paar Leute, geben Feedback. Das hilft uns immer sehr. Ich leite das auch immer sehr gern weiter. Die Hassreden nur an Dustin und Ben und ich sag das ganze Lob ein. Das freut mich immer sehr. Yes. So guckst du auf die Seite. Nee, wie gesagt, es war wieder mal eine Ehre. Es war sehr schön, mit dir zu quasseln. Hat sehr viel Freude gemacht, uns darüber auszulassen, was Lego gerade alles im Repertoire und jetzt bin ich komplett über die Zunge gestolpert. In petto hat, so was Lego in petto hat. In petto, genau. Bist du mit deiner Zunge gestolpert, ja, ist ja genau. Ehrlich. Ja, du hast deine botanische Belästigung schon hinter dir. Ja, und du, was ist dann, wenn du über die Zunge stolperst? Ja, ich habe meine Pfefferminzhände. Oder alle, nein, vergiss es, lass es. Wir lassen es. Lass es. Also, dann einfach mal, dann sagen wir mal beide im Chor tschüss, ja? Auf 1, 3, 2, 1. Tschüss! Hat ja fast geklappt.